Grüßt euch, Freunde! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in unserer Fortsetzung der letzten Folge. Ja, ist ja eigentlich immer so, ne? Und wir wollen heute unseren Crime-Stat mal weghacken. So, das geht auf Security Post Career. Ja, das habt ihr ja schon mal in der Koop-Folge gesehen. Aber jetzt zeige ich euch nochmal, wie das schnell geht, ne? So, ja, dafür fliegen wir hier hin. Hoffen, dass da nicht viel los ist. Also, da sind NPCs können da sein, ja, da kann man ja auch Missionen annehmen, kennt ihr ja, ne? Und da sind aber auch viele Spieler, denn dieses Crime-Stat-Problem, das betrifft natürlich viele. So, jetzt sind wir gejammt worden von der, ja, von wem eigentlich? Ach ja, von der Security, die werden uns wahrscheinlich sofort erschießen. Hoffe ich zumindest, glaube ich zumindest, ja. Ja, sie schießen jetzt schon. So, und die Station wird wahrscheinlich auch auf uns ballern, deswegen müssen wir schnell landen, denn die hat auch extrem starke Waffen. Ja, also die macht uns in 0, nix nieder. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Ansonsten müssen wir uns was anderes überlegen. Dann muss ich irgendwo hinfliegen und dann im EVA dahin. Ja. So, weil eigentlich mit einem Crime-Stat sollte hier eigentlich noch nicht so viel Tabula Rasa sein. Ja, hier haben wir auf jeden Fall 30 FPS. Das ist gut. So, jetzt bin ich ein bisschen schnell. So, dann können wir schon mal testen, ob die ballern. So, bis jetzt sind sie ruhig. Das ist gut. So, dann landen wir hier mal. Ich hoffe, die ändern ihre Meinung auch nicht. Scheint auch sowieso relativ wenig los zu sein hier. Das ist auch gut. Oh! Verdammt! Allzu schnell. Mist. Ne? Egal. So. Zack. Wir müssten da mal so ein paar Gummidinger hinbauen. Ja, dann könnte man da so gegen bouncen. Gut, ich würde sagen, wir lassen mal das Schiff an, machen zumindest nur die Engines aus, wie immer. Ne? Besser ist das. Chat mache ich mal weg. So, und dann hoffen wir mal, dass wir hier unsere Ruhe haben. Denn es ist auch so, dass wenn wir ein Crime-Stat weghacken, dass ein anderer Spieler eine Mission annehmen kann, um das zu verhindern. Ja? Was auch ziemlich cool ist. Das werden wir auch noch machen. Ja, den Gegenpart, den werden wir auch nochmal übernehmen. Logisch, ne? So, ich hoffe, ich habe genug Munition. Ja, das sieht gut aus. So, mal gucken. Wir müssen uns natürlich beeilen. Jetzt ist gerade so ein bisschen Ruhe, aber das heißt nicht, dass das lange währt. So, ich glaube, jetzt bin ich wirklich doof gegangen. Ich gehe nochmal hoch. Irgendwie gehe ich immer hier rein. So, jetzt ballert was. Aber ich sehe nicht was. Ne? Egal. Schnell rein. Kann sein, dass noch ein anderer Spieler kommt, der einen höheren Crime-Stat hat. Ne, letztendlich muss man hier eigentlich immer auf alles schießen, was hier ist. Weil, ja, das, wir hatten das ja schon mal, dass dann ein netter Kollege kam. Aber das heißt nichts. Ne? So, NPCs scheinen hier nicht zu sein. Würde ich sagen, werden wir mal uns ausrüsten mit der Karte. Und dann schauen wir mal. Kann auch sein, dass die jetzt auf uns ballern, ja. So, das begleitet uns leider jetzt so ein bisschen. Das Gewackel. Arbeitet ja dazu, ne? So, einführen. Zopp. Das Gute ist, dass er die Waffe nicht mehr droppt. Ja, das ist wirklich, haben sie gut gemacht. So, und dann läuft das los, ne? Dann müssen wir uns hier mal irgendwo in Sicherheit bringen. So, ich hoffe, es geht gut. Man weiß es immer nicht. Kann kurz vor Schluss gut gehen. Und dann hängt man da. Komm, wir machen mal den hier. So, dann sind wir nicht ganz so aggressiv. Ja, haben wir trotzdem die Waffe so. Ja. Aber nicht ganz so offensiv. Ja, dass wenn der kommt, kann er sich das ja überlegen, ob er uns angreifen will. So, geht auf jeden Fall jetzt schon mittlerweile ruckzuck. Aber es ist halt ruckzuck jetzt nicht. Ne? Aber zumindest schneller als vorher. Und das ist okay. Ne? Man muss ja auch irgendwie die Mission annehmen können. Ne? So, generell gilt, immer so ein bisschen in Bewegung bleiben, das schadet nie. Ja,
Irgendwo rumstehen ist eigentlich nie gut. So, natürlich immer mal gucken an der Konsole, ob noch alles läuft. Hier ist man immer so ein bisschen Ziel, ja, aber das gehört halt dazu. Das ist ja auch der Reiz, ne? Das Doofe ist, dass wir jetzt, dadurch, dass das ballert da draußen, hören wir hier nichts. Ja, du hörst normalerweise, hörst du die Luftschleusen, du hörst sogar Leute laufen. Ja, manchmal geht es auch automatisch, aber verlasst euch da nicht drauf, ne? Das ist auch kein Bug. Also es ist wirklich so, dass du einfach gucken musst, ne? So, ich denke immer, das cycelt, ja. Das ist total fies, dass er immer das anzeigt da oben. Ja, aber ich vermute, die ballern auf unser Schiff. Er kommt wahrscheinlich nicht ran. Was? Irgendwer hat gerade mit mir geredet. Vielleicht war das auch das Security-Schiff von vorhin. Oh, jetzt kommt, glaube ich, wer? Oh, ich hoffe, das schaffen wir noch. Ja, dann hoffen wir mal, dass das gut geht. Ja. Aber wird schon. So, der Typ will ja auch nicht abgeschossen werden. Ja, das Doofe ist, wir haben halt nur so eine leichte Rüstung an. So, aber letztendlich müssen wir eigentlich auf alles ballern, was kommt, weil das könnte halt die Kontermission sein, ne? Und der wird schießen. Da kannst du davon ausgehen. So, der letzte Balken. Na, fies wäre es natürlich auch, wenn der reinkommt, nicht ballert. Ja, dann denkt man so, ach ja, der ballert nicht. Und dann ballert er doch. Ganz miese Taktik. So, uns darf hier natürlich auch keiner zwischendurch die Karte rausziehen, ne? Logisch. So, aber eigentlich sollte man wissen, dass momentan man wegen jedem Fratz irgendwie einen Crime-Stat kriegt. Und deswegen sollten die Leute auch ein bisschen gnädig sein. Aber man kennt sie ja, ne? Seine Pappenheimer. Let's see how you do once my backup arrives. So, mach weg. Ja, wunderbar. Der Crimeset ist weg. Karte kommt leider nicht mehr raus. Ja, wir können ja mal eine kleine Runde drehen. Aber manchmal kommt die dann doch raus. Aber oft auch nicht. Ne? Muss man sich die neu kaufen. Ja, ganz schön teurer Spaß. So, aber ich habe halt schon erlebt, dass die halt wer anders dann nehmen konnte. Ne? Ein anderer, ein Kollege. So, ist auch noch rot das Ganze. Können wir mal Lockout machen. So, aber Corte wurde gefressen. Na gut, Freunde. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir noch eine schnelle Mission machen. Ich hoffe, unser Schiff ist überhaupt noch da. Nicht so aus, ne? Vielleicht haben sie das weggeballert. Dann noch mal gucken, vielleicht lassen wir uns dann abholen. Ne? Können wir mal gucken, ob das mittlerweile funktioniert. Mit wenig Geld. Aber wahrscheinlich hat die Crusader Security hier unser Schiff wirklich weggenatzt, ne? Haben es geschafft. Dann waren die das nämlich. Dann war das gar nicht Security Post Career. Sondern die Kollegen. Ja, so. Ja. Da haben wir überhaupt gar keinen Crime Stat. Ja, sieht schlecht aus. Mal hier rumfliegen. Aber da schießen sie auch noch irgendwas. Nee. Ist nicht mehr da. Gut. Dann machen Service Beacon. So.
Und zwar macht er das hier, ja, Beacons, Create, hier Transport, oh ne, Escort war das schon immer Escort? Egal, ihr müsst auf jeden Fall Transport machen, ja, dann macht ihr hier Destination, ja, das macht keinen Sinn. Ich würde sagen Port Olisar, ja, das ist immer ein ganz gutes Ziel, kommt man schnell hin, ja, wenn ich es irgendwo sehe. Ah, hier ist es. Zack. Ja. Level egal. So. Und Kohle geben wir mal ein Tausi. Ne? Das ist doch ganz, ganz attraktiv, hoffe ich zumindest. So. Ich hoffe, er hat es gemacht, genau. Und mal schauen, ob sie wer annimmt. Ja, das Problem ist ja gerade, diese ganzen Transport-Beacon-Dinger, die rasseln ja hier rein wie... Ach nee, das sind alles Combat-Beacons. Ja, ich hoffe, das erkennt einer, ne? Das wäre auf jeden Fall eine fantastische Sache. So, normalerweise wird uns das dann angezeigt, wenn das einer annimmt. Aber momentan hat es, glaube ich, einfach noch keiner angenommen. So, was haben wir da? Da sind auf jeden Fall Hammerheads ohne Ende. Da hinten zwei Stück. Da scannt einer. Tja, Freunde, was machen wir da, ne? Da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung finden. Ja, wir sind ja hier schließlich in einem Abenteuer. Oh, sieht auch geil aus, ne? Und da gibt es keine Schnitte, ne? So, ach da hat es einer angenommen. Sehr gut, ja. Das werden in Zukunft übrigens auch NPCs machen, ja, wenn es keine Spieler machen. Dann kommen die hier angeflogen und die werden uns dann abholen, ja. So, das wird, denke ich mal, wenn ich tippen müsste, mit der 3.7 kommen. Denn da kommen ja ziemlich viele NPCs. Aber was auf jeden Fall kommen wird, es wird auch noch dieses Jahr kommen, ne. So, der ist gar nicht so weit weg, der Kollege. Ich gucke mal ganz kurz, ob der sich auch hierher bewegt. Ich meine, im Grunde genommen könnte er uns jetzt auch einfach erschießen. Ne? So, aber dann kriegt er auch seine Kohle nicht. So, der sieht uns jetzt genau wie ihn. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns hier einfach mal aufs Landepad, ne? Und warten. So, die Jungs haben uns sicherlich erschossen. Gehe ich von aus. Ne? Da oben ist noch eine Hammerhead. Noch eine Hammerhead. Hm. Die sind mit sich selbst beschäftigt. Aua, Mensch. Ah. So, meistens fällt er nochmal um. Ja, aber keine Sorge, er steht wieder auf. Und manchmal fällt er sogar nochmal um. Ah, nee, gut. So, ich hoffe, der kommt auch. Der Typ. Ja, und wir werden hier nicht im Kreuzfeuer erschossen. Der bewegt sich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Kann auch sein, dass er direkt von Port Olisar kommt. Ja, aber ich kann es nicht oft genug sagen, Freunde. Das ist Star Citizen. Das ist halt nicht Hauruckzuck. Das dauert, das hat auch Längen, das Ganze. So ungefähr wie hier 2001 und 2010. Ja, das ist auch Längen. Aber dafür sieht das alles so geil aus und man kann sich dann einfach die Zeit mit schönen Bildern vertreiben. Guck mal, ich zoome mal raus. Ja, wundert euch nicht, dass ich immer die Waffe ziehe. Ich habe mir nicht das auf der gleichen Taste wie der Freelook. Ja, das muss ich mal irgendwie mal umbelegen.
So, aber ist das, seht ihr, ist das Problem, man hat einfach irgendwann zu wenig Tasten. Ne? Eigentlich müsste man zwei Keyboards haben und zwei Mäuse. So, ich glaube, er kommt. Mal die Waffe wegstecken? Oder doch nicht? Hm, Mann. Was macht der denn da hinten? Ich verstehe jetzt immer nicht. Warum nimmt man was an und macht's dann nicht? Hä? Sagt mir das. Warum? Verstehe ich nicht. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr so richtig weit rausscrollen mit dem Mausrad, ja. Das ist der Vorteil, den ich habe, das dauert echt ewig, dass ich dieses stufenlose Mausrad habe und dadurch kann ich das einfach so nach hinten ballern. Ja, wenn ihr jetzt da hier so rattern müsstet, dann wird das, glaube ich, 5 Jahre dauern. So, das war's. Weiter kommen wir nicht. Hier geht's auf jeden Fall ab. So, er bewegt sich auf jeden Fall da hinten, der Kollege. Aber da ist auch ein Schiff. Aber das könnte uns jetzt nicht mitnehmen. Es wäre ganz cool, wenn ich den jetzt anfunken könnte, ne? Sagen können, ey, Kollege, wo bleibst du denn? Mach hin, den ganzen Tag Zeit. So, geht das vielleicht? Können wir mal gucken, sieht man denn, wer das ist irgendwo? Nicht wirklich, ne? Aber irgendwo muss doch stehen. Ne, hier steht das nicht. Vielleicht steht es hier. Ne, es ist halt einer von denen hier, ne? Aber ich kann es halt leider nicht erkennen. Das ist das Doofe. Tja, machen wir mal. Oha. Einmal ganz entspannt um die Station strafen. Ja, Ding ist, wir können ja auch nicht ohne Ende hier bleiben, weil irgendwann wird halt der Sauerstoff ein bisschen knapp. Aber ich denke mal, in der Station lädt er sich wieder auf. Ja. So, ich würde sagen, ich mache nochmal ein Biegen. Ja, der Typ, der käst sie nie aus. Ne, das geht so nicht. So, der hat Pech gehabt. Ja, komm, dann legen wir nochmal einen Tausi drauf, würde ich sagen. Ne? Weil hat er das jetzt schon bekommen? Nee, oder? Das wäre ja eine Frechheit. Hatte ich nicht vorher 1,7? Ah, vielleicht wird mir das schon abgezogen. Das kann natürlich sein. Aber dann müssen wir kicken, das Ganze. Ne? Cancel. So, sollten wir die Kohle zurückkriegen, hoffe ich. Und dann machen wir, ja, haben wir zurückgekriegt. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Jetzt ist gerade Personal nicht da. Dann müsst ihr einfach ein bisschen hin und her tickern. Und dann ist es wieder da. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Port Olisar und egal. Und dann machen wir mal 2000. Wahrscheinlich rechnet er damit. Ja, komm, hier. Lass mal erstmal, ne? Warten wir erstmal, bis er ein bisschen mehr macht und dann komme ich. So, in der Zeit können wir mal versuchen, ob wir irgendwie eine Career-Mission haben. Dann können wir das Geld wieder reinholen. So. Ist, glaube ich, hier. Ja, hier. Zack. So. Ja. So, Career bin ich schon.
Dann werden wir uns erstmal ganz kurz um die NPCs kümmern. So, muss ja hier irgendwie so hinfliegen, dass ich mich jetzt nicht wieder maule. Gott. Bin ich jetzt gelandet? In der Zwischenwelt. Völlig dümmlich gefallen. Wo bin ich jetzt? Ach ja, das sind, glaube ich, die Landepads hier. Oh Mann. So. Ne? Och komm. Und nochmal. Ah ne, gut. Diesmal nicht. Gut, dann machen wir die mal kurz weg. Und ich hoffe, dass in der Zeit hier wer ankommt und uns abholt. Ne? Ansonsten müssen wir uns halt irgendwo mitnehmen lassen, wenn ein Schiff kommt. Oh, die Sounds, ne? Voll gut. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich meine, die sind jetzt nicht so gut, die Jungs hier, aber wir haben halt auch keine Rüstung, ne? Wir sind ruckzuck, sind wir kaputt. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich Medipens ausgerüstet habe. Da gucke ich mal ganz kurz nach. Oh, den... Vorsicht besser als Nachsicht, ne? So, diese habe ich nämlich nicht. So, jetzt aber. Gut. Wollen wir sie mal zerlegen. Hier wahrscheinlich wieder irgendwo auf einem Haufen stehen, wie ich sie kenne. Meine Pappenheime. Das hast du nie mitgekriegt. Ne? Die halten aber was aus, ne? So, die Waffen könnt ihr euch übrigens auch nehmen. Ne, falls ihr keine eigene Waffe habt. Die haben 30 Schuss drin. Müsst ihr halt erstmal einen so ausnoggen und dann könnt ihr die nehmen. 30 Schuss habt ihr drin, dann müsst ihr leider wieder wechseln. Aber 30 Schuss sollten eigentlich reichen. So, hier stehe ich ein bisschen doof, deswegen muss man hier erstmal so rum. Ah, da ist einer. Der schleicht da lang, der Dussel. Hat uns nicht gesehen. So, jetzt hat auch einer unseren Beacon angenommen. Der da hinten wird sich wahrscheinlich verstecken, denke ich mal. Aber das nützt ihm gar nichts. Weil er halt dumm ist wie ein Damenstrumpf, ne? Haben wir noch. Platz. Da ist auch noch einer. Ich war da gerade. Ja, so geht das auch, ne? So, einer noch. Vielleicht ist der auch oben. Ich sage, gehen wir einfach mal nach oben und gucken mal. Können wir ja auch zur Not runter gucken. Ich meine, die sind schon ein bisschen intelligenter geworden, ja, aber das ist wirklich so, ich sag mal, Mikrobe zu Käfer, ja, aber mehr nicht. So, die rennen schon so ein bisschen rum, aber so richtig intelligent, ne, aber das kommt alles mit der 3.7, Freunde, ich sag's euch, ne, volles Vertrauen. So, hier sind die auch mal drin. Oh, hier sind ein paar Waffen drin. Ist auch ganz gut, ne? Ja, ihr könnt zumindest, könnt ihr jetzt hier so, die könnt ihr jetzt hinten raufpacken. Und dann könnt ihr euch hier die Waffe noch nehmen. Ne? So,
So, ich weiß zwar nicht, wo die jetzt herkommen. So, aber zumindest könnt ihr die benutzen. Aber ich will die eigentlich gar nicht, weil das ist jetzt, mit der habe ich keine Erfahrung. Und das ist mir leider zu riskant. So. So, wo ist der letzte Willi? Da ist er. So. Der Beacon da hinten, der bewegt sich schon wieder nicht. Es kann natürlich sein, dass das gar kein Spieler ist, sondern dass das irgendwie ein NPC ist, der den schon annimmt, aber eigentlich noch nichts kann. Ja, so, und deswegen floatet der da hinten irgendwo rum. Ja, das kann natürlich sein. So, Freunde, ich würde sagen, ich werde noch hier so ein bisschen verweilen. Und werde dann einfach mit der nächsten Folge starten, sobald ich hier abgeholt werde, ja. Aber bis dahin, ne, warte, so, ne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.